Guten Tag, sehr geehrte Frau Ministerin Glöckner, sehr geehrte Bundeskanzlerin Frau Merkel. Wir haben uns heute hier vor die Kamera gestellt. Das ist Sohn Wolfgang Guckert Junior und Wolfgang Guckert Senior. Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb im Mannheimer Norden und führen den als Familienbetrieb. Das ist ein Ackerbaubetrieb mit Schweinehaltung und Direktvermarktung. Und durch das neue Insektenschutzgesetz, wie es jetzt geplant ist, sehen wir unsere Existenz sehr stark gefährdet. Ein Drittel unserer Betriebsfläche liegt im Naturschutzgebiet und in sonstigen Schutzgebieten, wo kein Pflanzenschutz mehr möglich sein wird. Wenn dieses Gesetz so kommt, hat das mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Bei uns legt man beste Böden still bzw. nimmt sie aus der Produktion und woanders wird Urwald gerodet, um Sojabohnen und Palmöl für Europa anzubauen. Das kann nicht im Sinne einer Bundesregierung sein. Also ich bin Wolfgang Guckert Junior, mache aktuell meine Ausbildung als Landwirt im dritten Lehrjahr, stehe kurz vor der Prüfung und überlege mir aktuell, ob ich mir das wirklich geben soll, den Betrieb zu übernehmen. Aktuell kommen immer neue Gängeleien. Vor 2 Jahren hat sich das noch ganz anders dargestellt. Doch aktuell ist die Situation wirklich kritisch und man überlegt sich das genau, ob man sich das geben soll, von der Bevölkerung angefeindet zu werden und immer durch neue Gesetze Prügel in den Weg geschmissen zu bekommen. Das neue Insektenschutzgesetz wird auf die Kooperationen, die wir in Baden-Württemberg mit dem Naturschutz, mit dem Umweltschutz schon getroffen haben und auch in Zukunft weiter treffen werden, beziehungsweise was da alles geplant ist, durchsetzen und durchziehen, konterkariert. Das heißt, da wird sehr, sehr vieles, was bis jetzt schon erreicht wurde, kaputt gemacht und das kann nicht im Sinne einer Regierung sein.